Hallo Leute und herzlich willkommen hier zurück zu Let's Play The Sims 4 100 Baby Challenge. In der letzten Folge haben wir mit Fabian angefangen, Strangerville zu erkunden, was wir natürlich auch fortfahren werden. Julia ist dabei, ihre Aufgaben zu machen, um dann in der Schule Level 1, genau, eine sehr gute Note zu haben, damit wir sie altern lassen können. Und Sheila ist ein Kind geworden. Guck mal, die kannst du mal entsorgen. Sei mal ein gutes Kind und geh mal die Dingens da entsorgen. Und, wer hat von euch jetzt auch noch... Oh. John braucht Aufmerksamkeit. Okay, stopp mal ganz kurz. So, stopp, stopp, stopp. Dich lassen wir raus. Und dann baden wir einen nach dem anderen. Baden. Erstmal John. So. So, Stück für Stück machen wir jetzt das Ganze hier mal fertig. Würde ich jetzt einmal hier kurz rauslassen. Und das schmeißen wir einmal weg. Und das kommt einmal hier in den Kühlschrank. Was machen wir denn mit Julia eigentlich beruflich? Sie geht zur Schule jetzt erstmal. Das ist natürlich gut. Du musst, glaube ich, auch zur Schule. Musst du heute nicht zur Schule? Du hast die Hausaufgaben nicht gemacht. Um 8 Uhr musst du zur Schule... Ah, nee, wir haben dich altern lassen heute, ne? Ich glaube, dann zählt das nicht. Okay, du gehst jetzt nochmal das andere Dingens da wegbringen. Wir baden erstmal die Kinder hier ein nach dem anderen, damit die ja nicht mehr stinken. Und ich glaube tatsächlich, mit Sheila können wir Richtung, Kunst gehen. Dann weiß ich halt nicht, ich bin mir nicht ganz sicher. Julia, was haben wir denn da für Fähigkeiten mit ihr erworben? Hast du die Hausaufgaben mitgenommen? Oh, sehr gut. Logik haben wir mit ihr erworben. Vielleicht, weiß ich gar nicht, Wissenschaftlerin? Eine verrückte Wissenschaftlerin könnte passen. Vielleicht aber auch einfach eine Schauspielerin. Das würde auch passen, weil sie so special-mäßig unterwegs ist. Aber mal gucken. Ich glaube, Sheila wird auf jeden Fall irgendwas in die Richtung Kunst machen. Vielleicht aber auch Naturschützerin. Wir haben ja jetzt ein paar neue Karrieren, die wir einschlagen können. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Aber ich glaube, Sheila wäre so die Person, die irgendwas Künstlerisches machen würde. Vielleicht auch Musikerin. Irgendwie so etwas in die Richtung. So. Jetzt kannst du den nächsten baden, und zwar, wenn wir schon dabei sind, Pizza, wenn er schon hier rumgammelt. Man kann ihn direkt baden, der ist ja eh schon da. Und bald kommen neue Babys, ey, ich komme nicht klar, das wird katastrophal. Was willst du machen? Um Rat gebeten werden. Ja, brauchst du jetzt nicht unbedingt, kannst du das, nee, kannst du nicht säubern. Egal, da machst du mal deine Hausaufgaben, weil du musst die ja so oder so machen. Fabian ist am Schlafen, das ist ganz okay. Wie gesagt, Julia ist jetzt erstmal zur Schule. So, wir haben ja auch übrigens Fotos gemacht von dieser Pflanze. Und irgendwas geht da vor sich in Strangerville und keiner weiß so genau was. Und das ist halt so... Was machst du da? Was machst du mit dem... Pizza baden. Bist du kaputt gegangen? Reset Sim Luisa Klee. Dankeschön. Kannst jetzt trotzdem Pizza mal baden, weil der stinkt trotzdem. Oder ist Pizza relativ sauber? Nee, Pizza ist... Egal, dann wasch ihn halt nochmal. Ist ja nicht so schlimm. Und wir müssen auf jeden Fall... Clary noch baden und die muss auch langsam altern.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Dann gibst du erstmal Pizza was zu essen dann. Und zwar dann Cornflakes hier. Ach, verdammt, so. So, Fabian, du kannst einmal schnell aufstehen. Und ihn auf jeden Fall hier mal kurz baden. Sie einmal baden, bitte. Komm. Die müsste jetzt da unten auch schon. Pinnwand ist wieder voll. Das ist natürlich gut. Weg damit. Wie lange badest du ihn denn? Komm, reicht jetzt. Der ist sauber. Clary wird jetzt nämlich gebadet und Pizza kriegt jetzt was zu essen. Du badest jetzt bitte einmal Clary. So, bitte einmal Clary baden. Hausaufgaben sind fertig, finde ich super. Brauchst ein bisschen Spaß, vielleicht kannst du dich hier ein bisschen. Ein bisschen zeichnen, Fahrzeuge. Weil wer ruft mich hier an? Nein, wir haben jetzt gerade keine Zeit für überhaupt irgendwas. Das hast du sauber gemacht, das ist gut. Jörn haben wir auch keine Zeit. Wir sind aktuell ein bisschen beschäftigt mit allem. So, du gehst zeichnen. Du willst nicht mit. Du wirst jetzt gebadet. Dann mein. Nee, stopp. Dann kriegst du jetzt eben was zu trinken. Was zu essen, meine ich. So, einmal kurz rauslassen. Das nehme ich mit. Das wird verkauft. Wir brauchen das Geld. Ja, Clary stinkt voll. Clary will gar nichts machen. So, den lässt du einmal raus und dann machst du das bitte einmal sauber. Clary kriegt das was zu essen. Wo bist du eigentlich? Ach, du bist da hinten am Spielen. Okay, es ist sehr gut. Aufmerksamkeit. Ja, dann schenken wir dir jetzt gleich ein bisschen Aufmerksamkeit. Dann passt das. Ey, das Kind ist doch komplett. Nein. Ja, okay, komm, dann nimm das. Clary, geh das Essen los. Und danach können wir uns hier ein bisschen mit den Kindern mal ein bisschen beschäftigen. Hauptsache, Clary haut einfach ab. Gute Freunde geworden, ja, das passt doch. Ach ja. Warum auch immer du jetzt am Baden bist, das finde ich nicht okay. Du kannst eben schnell duschen, das geht schneller. Und dann kannst du immer noch Clary baden, weil die muss immer noch gebadet werden. Aber erstmal mache ich mal hier fertig, ist alles okay. Guck mal, du machst das doch eigentlich ganz gut. Oh, Feiertagsbastelei, mach Blumen. Gibt's dann Kreativität oder? Ja, Kreativität, genau. Mach mal Bastelei, die Gedöns. Ich wollte gerade sagen, wolltest du jetzt ehrlich? Okay, gut, du kannst was essen, ist kein Ding. Die Kinder spielen alle draußen oder sowas ähnliches. Fabian, du duschst ganz schön lange, hör mal. Mach dich mal bitte schnell fertig und dann bitte einmal Clary kurz baden. Und dann sich ein bisschen um die Kinder kümmern, eventuell wäre ganz geil. Oh, das ist, Okay, du isst was, das akzeptiere ich. Du darfst auch Nahrung zu dir nehmen, weil du bist schwanger. Ansonsten dürftest du das nicht. Nee, just kidding, ne? Können wir nicht Haarklauben? Ja, Haarklauben. Ich möchte gerne bitte Haarklauben. Ach, scheiße, wir müssen schnell die Rechnungen noch bezahlen. Fällt mir gerade so auf. Und dann möchte ich bitte, dass du, alle Jäten. Alle ernten. Und bewässern braucht man nicht? Ja, okay. Jetzt geht's hier mit dem Kuchen schnell. Ach, verdammte Hacke, aber auch. Du musst ja noch aufs Klo. Dann darfst du.
oben einmal. Oh Gott, wir haben wieder kein Geld. Ach, Fabian, ist es dein Ernst jetzt? Toll, der ist kaputt. Doch nicht, okay, alles gut. Alles gut. Er ist doch nicht so kaputt, wie ich gedacht habe, aber du kannst trotzdem Clary baden. Willst du mich gerade natzen? Jetzt geh hier hin. Und jetzt geh Clary baden. Das ist doch eine Verarsche. Warum kann denn keiner Clary baden? Ja, dann kannst du mal hier oben bitte das säubern oder machst du jetzt wieder Faxen? Nee, das geht. Clary kann einfach keiner baden. So, du hast Hunger, das kann ich verstehen. Julia ist in einem Schulprojekt nach Hause, mit einem Schulprojekt nach Hause zurückgekehrt, bla bla. Der Abschluss des Projektes erhöht den schulischen bla bla. Gute Noten ist eine 1er-Oberstufenschülerin. Ja, Mann, wir können altern. Wir dürfen altern. Du kannst aber schnell schlafen gehen, damit es dir ein bisschen besser geht. Geh mal schlafen. Und dann, weil du fertig bist, kannst du bitte schnell einen Kuchen kochen. Damit wir darauf Kerzen packen können und damit Julia altern kann. Aber sie geht noch eben schnell schlafen. In ihrem super coolen Raumanzug. So, und Clary stinkt halt bestialisch und das juckt halt keinen irgendwie. Kannst du Clary jetzt trotzdem baden oder machst du jetzt wieder komische Faxen? Jetzt geht's. Warum macht ihr immer das, was ihr nicht machen sollt eigentlich? Du sollst verdammte Hacke den gottverdammten Kuchen backen. Oh Gott, es geht. Okay, sehr gut. So, jetzt kann Clary hier gebadet werden. Dann wird die hier auch mal wieder sauber. So, perfekt. Und du machst jetzt den Kuchen fertig, dann passt das alles auch. Ja, sprechen. Wir können uns später um den kümmern, das ist ja kein Ding. So, erstmal machst du hier aber den verdammten Kuchen fertig, damit Julia endlich altern kann. Warum auch immer da jetzt Öl reinkommt und Salz und. Das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Ja, okay, aber Fabian, du solltest schon bitte das reparieren. Aber ich glaube, das geht jetzt sowieso nicht, weil sie davor steht. Deswegen gehst du jetzt einfach schnell schlafen, damit du wenigstens dann währenddessen deine Energie auffüllst. So. Und dann können wir Julia altern lassen, welche hier auch noch am Schlafen ist, was irgendwie die Energie so ganz minimal irgendwie hoch befördert. Bitte nimm dir kein Stück, bitte nimm dir kein Stück, bitte nimm dir kein Stück. So, schnell aufwachen. Geburtstagskerzen hinzufügen. Und die dann auch schnell auspusten. Die haben bestimmt alle Hunger, die wollen bestimmt. Ja, ich sehe es schon. Ich sehe es doch schon. So, du musst zwar aufs Klo, aber das ist jetzt nicht ganz so wichtig. Und jetzt einmal Kerzen auspusten. Du darfst nämlich altern. Du bist eine 1er-Oberstufenschülerin. So, und jetzt tada, und du wirst erwachsen, Gott sei Dank. Junge Erwachsene sein, was? Lebenslange Verantwortung, sich steigernde Karriere, weite Horizonte warten. Wer behauptet denn, die 20er seien kein Spaß? Ja, ich darf mir ein Dingens aussuchen. Was nehmen wir denn da? Was nehmen wir denn da? Nehmen wir mal Geek. Das passt da richtig gut rein. So. Ausgezeichnet. Das ist natürlich super. Das heißt, du kannst jetzt dir ein Stück nehmen. Dann darfst du aufs Klo und dann darfst du schlafen. So, Fabian, du darfst einmal das hier reparieren gehen. Vielen Dank. Schachspielen haben wir noch gar nicht gemacht. Wir sind natürlich richtig top in unserem Job.
So richtig befördert werden wir, glaube ich, da irgendwie nie. Wobei wir sind auch schon Level 3. Das geht eigentlich. Also so schlecht sind wir gar nicht in unserem Job. So, wir haben zwei junge Erwachsene und Platz noch für zwei Kinder. Ich glaube, sobald das voll ist, werde ich die erstmal alle altern lassen und dann ausziehen lassen und dann geht das Ganze von vorne los. Beziehungsweise einen Erwachsenen lasse ich auf jeden Fall in der Familie, weil das ist dann wichtig wegen Geld und dann ist das hier mit Verantwortung und so, ne? Ihr wisst, was ich meine. Was haben wir denn hier? Okay, wer bist du eigentlich? Okay, dich kennen wir. Ich glaube, du möchtest zu uns. Das ist aber nicht gut. Du spülst das im allen Ernstes noch? Fabian hat folgende Tuning-Teile erhalten. Zwei gewöhnliche Tuning-Teile. Das ist natürlich top. Genau, jetzt nimm mir was zu essen. Und du kannst jetzt auch gleich schlafen gehen, wenn du soweit bist. Ja, Logikfähigkeit erworben, ist ja top. So, Julia geht jetzt erstmal wieder schlafen, nachdem sie gealtert ist. Nee. Ja doch, okay, sehr gut. Nee, Entschuldigung, haben keine Zeit. Schlafen jetzt. So. Du musst aufs Klo. Gehst du hier oben? Ja, natürlich nicht. Warum gehst du nicht einfach hier oben? So, nee, du gehst jetzt nach oben. Ich schick dich jetzt nach oben. Hast du Pech gehabt? So, und dann gehst du auch schlafen. Und du bist auch jetzt am Schlafen. Oh Gott, den Kindern geht's einfach grauenvoll. Du kannst auch schlafen gehen. Oh, du hast Hunger. Aber okay, gut, du hast das Kuchenstück genommen. Das ist sehr gut. Wenigstens jemand, der hier das hinkriegt, sich was zu essen zu holen, ohne dabei zu verrecken. So, dann kannst du hier oben schnell duschen. Und ich wollte eigentlich mit dir Gartenarbeit noch weiter fortführen. Du bist aber hungrig und müde und ach komm, geh schlafen. Ja, toll. Super. Das liegt jetzt nur daran, dass wir diese verdammten Pflanzen einfach ignoriert haben. Ich wollte sogar tatsächlich gerade. Ich wollte dich zur Gartenarbeit zwingen, aber du wolltest nicht, ne? Also, unsere Einnahmequelle hier stirbt ab. Das ist nicht gut. Ganz und gar nicht. So, Gartenarbeit kannst du halt noch nicht machen, ne? Das ist halt das Doofe. Gut, dann haben wir jetzt in dieser Folge kein Strangerville erkundet, aber ist auch halb so schlimm. Ich bedanke mich trotzdem bei euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn es heißt Let's Play The Sims 4 100 Baby Challenge. Bis dahin euch noch einen wunderschönen Tag und ciao.